Willkommen zurück zu Minecraft. Und wir starten auch direkt in die Welt hinein. Ist noch genau da, wo wir das letzte Mal waren. Der Mond geht gerade auf. Ja. Gut. Ich glaube, ich wollte hier hier einfach weitermachen, ne? Ich weiß es nicht so genau. Oh, toll, die Schaufel ist jetzt schon wieder kaputt. Ein Wunder, ey, der Technik hier, super. Das Ganze läuft echt erstaunlich super. Es geht nie was kaputt und so. Yay. Aua. Da oben steht ein Schaf, das soll da weggehen. Das ist doch schön. So. Wird schon etwas dunkler da oben. Ich hoffe halt nicht, dass es so dunkel wird, dass irgendwann Monster spawnen können. Wäre nämlich nicht so toll eigentlich. Wenn man drüber nachdenkt, dass hier Monster spawnen. Finde ich nicht so toll. So. Okay, das setzt ihn um, wird wahrscheinlich. Ah, den lassen wir jetzt einfach mal da stehen. Einfach mal so, wir es können. Wir sind krass drauf, ich weiß. Noch mehr Kohle. Oh, ich habe keine Schaufel mehr. Da muss ich mir mal eine neue machen. So viele Tiere hier oben. Können wir auch gleich so dann umbringen. Das Schwert. Wirklich Baumwellenvision wahrscheinlich eh nicht. Also wir haben ja sehr viel rohes Fleisch. Noch da. Also wirklich noch sehr viel. Diese tolle Ordnung hier. Genau, und Wolle wollte ich auch wieder reintun. Yay. Cool. Schön, dann machen wir es einfach direkt mal da weiter. Hier wieder mit Berg abbauen. Wow, wir haben kein Holz mehr. Ja doch, wir haben ja noch eine Axt, mit der wir Holz fällen können. Wir müssen gleich eine neue Axt machen müssen. Wäre eigentlich zumindest sinnvoll, wenn wir das so machen würden. Ach, jetzt habe ich den Block ja doch abgebaut. Eieieiei. So. Schöne Sache. Jetzt kann man hier mal. Also, ab und zu habe ich das Gefühl, dass die Signale im Spiel nicht so ganz ankommen. Man sieht, es wurde auch geupdatet in der Zwischenzeit. Ja. Von dem her. Ist auch ganz schön, aber Ingame Sound habe ich immer noch keinen, obwohl Sound eigentlich an sein sollte. Und die Bäume wachsen auch schön. Ist das nicht wundervoll? Ich finde es zumindest schön. Bis auf das, dass es immer noch so dunkel in der Nacht ist. Das ist nicht so schön. Aber ich sehe weit und breit keine Wolken mehr. Das ist erfreulich.
So. Ja, der Berg ist halt ein Berg. Dass wir so viel Erde bekommen, ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Weil, wenn ich bedenke, dass wir hier die Burgmauern alles noch schön in die Landschaft einarbeiten, dann wird mir eh ein bisschen, ja, das kostet viel Erde. Sagen wir es einfach mal so. Da brauchen wir noch viel Erde. Ich weiß auch nicht, was ja sonst. Also kann sein, dass ich die Stadt später mal, also wenn ich eine Stadt hier baue, dass die einfach mal exakt einfach hier sich eben die ganze Burg umentwickelt. Das kann ja alles passieren. So. Es ist wahrscheinlich schon etwas langweilig, hier das alles ins zu sehen. Alter, Kohle. Kohle nehmen wir einfach mal immer alles mit. Das erscheint mir sinnvoll. Prinzip eine andere Frage. Was wollen wir überhaupt alles hier oben reinstellen? Also eigentlich braucht man ja nur Platz für ein Lager und einen Raum, wo Öfen stehen. Ich glaube, mehr braucht man ja eigentlich gar nicht. Generell jetzt. Und halt der Raum, wo man dann den Rest macht. Tierstelle, ja, nee, Tierstelle sind sehr Schwachsinn, weil da sind ja immer andere Tiere dann drin. Tierstelle sind Schwachsinn, Tierstelle brauchen wir nicht, glaube ich mal. So. Es wird aber auch schon wieder Tag. Das finde ich gut. Ich mag den Tag irgendwie lieber als die Nacht. Ist auch nicht so anstrengender beim Aufnehmen, weil mir ist angenehmer. Für die Augen. Ist nämlich sowieso etwas unangenehm, weil mir strahlt die ganze Zeit das Ausleuchtegerät, also eine Lampe. Voll frontal ins Gesicht. Und wenn dann zusätzlich noch der Bildschirm so extrem dunkel ist, ist das etwas unangenehm, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt hier diesen Bergrücken hier so ansehe, denke ich mir immer noch. Warum habe ich eigentlich hier auf diesem Berg und nicht da drüben? Noch kann ich ja alles umziehen oder später einfach mal da drüben noch eine andere Burg draufklatschen. Ja, wobei, lieber nicht. Wäre, denke ich, dann doch nicht so das Tolle. Hey, wir haben schon wieder fast viele Steine. Die zwar wieder für nichts reichen werden, aber wir haben sie immerhin. So. Ich meine, es gibt theoretisch ja auch
Schienen, also früher oder später werden wir hier wahrscheinlich eine schöne Bahn anlegen, unterirdisch. Oder auch überirdisch. Ja, ich könnte es auch überirdisch bauen. Wenn es schön ist, stört es ja keinen. Muss halt nur gut aussehen. Dann kann man nämlich hier, wenn das mal so ist, gleich mal schon anfangen, dass sich hier das Gras wieder verbreitet. Und so weiter und so fort. Ist jedenfalls deutlich schöner. Dass sie auch begrünt ist, finde ich. So. Gehen wir es dann wieder zur Werkbank hinter. Und machen uns neue von diesen schöneren Steinen da. Von diesen Ziegeln. Weiß ja nicht, aus was ich das bezeichnen soll. Das gibt genau 3 Stacks jetzt. So, erstmal einen Baum wieder anfällen. Für mehr Materialien. Brauchen wir was für neue Spitzhacken. Danach. Das setzen wir heben jetzt noch nicht auf, weil wir haben genug. Das sieht man ja. Ich habe das Gefühl, dass die Farben sich etwas geändert haben. Kann ich mich aber auch täuschen. So, und jetzt sieht man auch hier wieder das, was ich vorhin gemeint habe. Mit die Mauer muss schön eingebunden sein, was in dem Fall hier ist, weil das Geländer nach unten geht. Das ist genau das, wovon ich glaube, letztes Mal geredet habe, dass die Mauer im Gelände schön sein soll und muss. Oh Gott, ich glaube, das ist jetzt ein Fail. Obwohl an dieser Seite soll, glaube ich, eh kein Turm hin. Das wäre ein unkluger Abschluss, falls er dann hier direkt reingeht. Beziehungsweise den Turm stellen wir so hin, dass dann hier die Mauer etwas höher ist. Also quasi dann genau hier muss dann der Turm hin. So. Ich glaube, dann wird das auch wieder geil aussehen. Man kann ja immer skeptisch sein, aber wie gesagt, primär ist jetzt hier das Ziel. Also ja, eine Burg. Ja klar, also eine Burg wird es zwangsläufig werden, wenn ich schon mit Türmen an den Ecken und solchen Mauern hier herkomme. Sowas hier, ne? Aber das primäre Ziel ist es eigentlich, eine total sichere Fläche hier oben zu haben, wo man alles machen kann. Also relativ eben, vielleicht ein bisschen verwinkelt, nach außen schön abgegrenzt. Ja, klar, quadratisch, damit man halt besser planen kann. Aber halt monstersicher. Und absolut monstersicher ist es halt, wenn dann von außen nur noch ein oder zwei Türen reinkommt, die man sicher verriegeln kann. Und das habe ich auch vor. Also am coolsten wäre natürlich so ein stylisches Fallgitter, was man rauf und runter machen kann. Aber ob ich das hinkriegen werde, irgendwie, keine Ahnung. Also mit Pistons gibt es ja bestimmt eine Möglichkeit. Vor allem, ich weiß ja aus, ich sage jetzt mal, Cheaten.